Und du sagst aber eben, wenn du das Risiko hast, in jeder einzelnen Aktie ist ein Risiko, aber die Erfahrung zeigt, dass wenn du genug breit in diesem Sinn investierst, dass sich das Risiko wie ausgleicht. Also, es ist eigentlich so, wie wenn du... Es ist eigentlich nicht nur die Erfahrung, es ist auch die Logik. Also wenn du mehrere, also stell dir vor, du hast eine Fußballmannschaft mit 20 Spielern, oder? Dann ist es wahrscheinlicher, dass du 11 hast, die spielen können, als wenn du nur 11 hast. Oder? Also, weil die nicht alle gleichzeitig krank werden, außer sie fliegen mit dem gleichen Flugzeug und stürzen ab. Oder? Es gibt schon Situationen, oder, wo man muss aufpassen, das gilt auch bei Aktien. Also, man kann zum Beispiel, hätte zum Beispiel können 10, 20 Aktien kaufen in Griechenland und dann ist das ganze Land ist zerstört worden wirtschaftlich. Und dann hat man alles am gleichen Ort, in Firmen, die vieles miteinander zu tun haben, die sich gegenseitig auch Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Mhm. Und das ist dann wieder ein Risiko, weil die hängen voneinander ab. Wir haben das jetzt in der Schweiz nie erlebt, wir haben eine sehr stabile Wirtschaft, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch wir ein Klumpenrisiko haben. Also wenn unsere Grossbanken ein Problem haben, dann hängen vermutlich viele andere Firmen auch dran. Und wenn man nur in der Schweiz investiert ist, dann hat man das Risiko auf jeden Fall nicht eliminiert.